besuchte Schule, Geburtsdatum. E-Mail hatte ich, das ging so schräg runter, und dann Telefonnummer. Das Telefon ist eines der wichtigsten persönlichen Kommunikationstools. Werbeagenturen zahlen gut für Profile mit Telefonnummern. Außerdem ballen sich im Zeitalter der Smartphones immer mehr persönliche Informationen in diesem ständigen Begleiter. Hast du Zugriff auf das Mobiltelefon, weißt du beinahe alles über den Besitzer. Aus den darin gespeicherten Daten lassen sich perfekte Persönlichkeitsprofile erstellen. Besonders fiese Datensammler schieben den Leuten lustige Apps unter, die still und heimlich den Smartphone-Speicher anzapfen. Oh ja. Und bei Smartphones sollte man echt überlegen, ob man da nicht sogar eine Virenprogramm Firewall installiert. Gibt es ja mittlerweile, obwohl gegen die Apps, da die haben ja dann die Erlaubnis der Kunden, also der Besitzer der Smartphones. Ob Computer, Spielekonsole oder Smartphone, mit Internetzugang, jedes Gerät, das mit dem Netz verbunden ist, besitzt eine eigene IP-Adresse. Die Userinnen hinterlassen dabei auch dann ihre Spuren beim Surfen, wenn sie ohne jede Registrierung herumsurfen. Zwar teilen sich manchmal mehrere Personen eines Haushaltes eine gemeinsame IP-Adresse, trotzdem ist eine große Sammlung von IP-Adressen eine wichtige Basis für deine Datenbank, die damit intelligent Zusammenhänge und Querverbindungen zwischen den Datensätzen herstellen kann. 11. Vertrauenswürdig oder unzuverlässig? Kann man sich auf die Person verlassen oder haben wir es hier mit einem echt unzuverlässigen Arschloch zu tun? Das fragen sich viele Arbeitgeber beim Bewerbungsgespräch. Das Gespräch ist kurz. Eigentlich wäre hier eine zuverlässige Einschätzung gefunden. Jetzt war komische Zusammensetzung immer gut. Durch kleine Tricks wie etwa einem Online-Psychotest kannst du hier Abhilfe schaffen. Eine gewisse Fehlerrate ist unvermeidlich, aber besser als nichts. So, und dann geht's hier gleich weiter. Aber ich trinke, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen was. Wollte ich noch sagen. Ja, zu dem Ding. Ich werde mal gucken, ob man mit CC-Lizenz, kann man die aber monetarisieren? Also ich werde auf jeden Fall mal testen mit monetarisieren. Also jetzt nicht in großen Aufschrei, mal gucken, wie viel das jetzt überhaupt gucken werden. Also ich hoffe aufs Beste natürlich. Aber wie man vielleicht hört, ich habe jetzt nicht das beste Mikro und jetzt auch nicht unbedingt die persönlichen Rücklagen, dass ich da jetzt großartig Riesenschritte machen kann. Da werde ich jetzt sollte mal Geld reinkommen durch meine Let's Plays, natürlich alles wieder in den Let's Plays investieren, also an Equipment, vielleicht bessere Aufnahmeprogramme. Also mir persönlich gefällt die Qualität meines Aufnahmeprogramms noch nicht so ganz. Daher, also Aufnahmeprogramm investieren in auch mal wieder so 30, 40 Euro, dann ein besseres Mikro. Eigentlich bräuchte ich auch noch einen neuen Bildschirm, obwohl das ist auch wieder halb privat, aber gut. Eigentlich, ja doch, für mich auch, weil es ist ein 3:4 Bildschirm. Oder 5:4. Kommt jetzt wieder auf die Abmessung noch was. Naja, aber auf jeden Fall viel zu klein. Ich kann auch keine 1080p aufnehmen. Aber dafür bräuchte ich wiederum bessere Internetleitung und. Also der altbekannte Rattenschwanz. Gut, genug von Problemen und Monetarisierung, quatscht weiter im Let's Play. Zusatzfrage, Hauseinkommen, bau in deine Postkarten geschickt die Frage nach dem Haushaltseinkommen ein. Das hält es selbstverständlich verpflichtend auszufüllen. Neue Einkommen. Werbung. Verteilen an U-Bahn-Stationen. Also sehr viele interessante Ideen, die hier eingebracht haben. Das Team kann man übrigens, wie man gleich sieht, ist ja eine Seite groß. Hier so, hier. Dann wird nachher sogar noch größer, kann man rüber scrollen und. Bei Werbung gibt es auch noch jede Menge Sachen, kann man auch weiter rüber scrollen. Also wird noch viel, viel mehr geben. 11.000 Profile, 40 Aufladen. Engagiere ein paar hübsche, lustige und redegewandte Verkaufstalente und lass sie vor die U-Bahn-Stationen der Stadt ausschwärmen. Verteilen in Einkaufszentren. 19.000 Profile, 60 Aufladen. Engagiere ein paar hübsche, lustige und redegewandte Verkaufstalente und schicke sie in die großen Shoppingcenter des Landes. Ja, aber nur mit genug Geld. The sky's changing color.
coming home. You're coming home. I held these pines. Gut, ich soll ein bisschen weiter reden, also kann ich mir über. Über was kann man auch reden? Oh, wir haben hier fast 100% voll. Boah. So, einsortieren lohnt sich gerade nicht. Wir haben nur 9, 8, 7, 6, 5, 4, Zahlen, 1200, gut. Also, nicht gut, aber gut. So, dann kassieren wir mal wieder hier ein bisschen ab. Und nochmal den Mobilfunk-Discounter. Vorher, ich habe auch überlegt, ich bräuchte echt mal ein neues Handy. Ich habe noch nicht mal, also ich habe nur so ein Halb-Smartphone. Wie ist mit Touch und mit Tasten und so. Diese Hybrid-Dinger, die beim Übergang da waren, also antik. Womit? Kurzen Moment. Warte, mach mal gerade. So, zurück. Kennt ihr das, wenn ihr eine längere Zeit eure Kopfhörer aufhabt und die anfangen, die Ohren zu zerdrücken? Das ist, oh, das ist das schönste Gefühl der Welt. Krieg ich gar nicht genug von. Naja, auf jeden Fall habe ich sie gerade mal ein bisschen umgesetzt, mein Ohr ein bisschen gestreichelt. Hoffentlich geht's jetzt wieder. Okay, verteilen Einkaufszentrum habe ich gerade vorgelesen. Gut, 2400. Ex-Sportler auch schon. Baumeister E. Bezahlte Postings auch. Also die Dinger kann man, glaube ich, ja, die kann man auch nicht mal in der Demo freischalten, aber ich glaube, sobald es eine Open Beta gibt, werde ich dann auch mal loslegen mit dem Spiel. Wie gesagt, auch wenn ich jetzt so durch die CC-Lizenz, also das Spiel darf man natürlich, kann ich kurz noch erzählen, ist eine CC-Lizenz, falls es euch nicht besonders viel sagt. Das ist eine alternative Vertrieb-Lizenz zu den aktuellen Lizenzen, zum Beispiel Musik. Anstatt GEMA kann man eine CC-Lizenz erwerben. Das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal, dass jeder sie quasi benutzen darf, also dass man dafür kein Geld zahlen muss. Es gibt sogar noch eine, geht weiter, dass man damit die verändern kann, wie man will, die Produkte oder auch selber verkaufen kann. Dann gibt es aber die Erweiterung oder die extra, den extra Zusatz. Dann darf man das natürlich nur machen, wenn man selber wieder die CC-Lizenz benutzt. Ich selber habe noch nichts auf YouTube mit CC-Lizenz veröffentlicht. Das heißt, ich muss selber mal gucken, wie die Hase läuft. Vor Jäger weg und Wolf. Und dann kann ich gucken, was wird. Und wer nichts wird, der wird. Also Schulden jetzt an alle Wirts und so. Das war jetzt natürlich nicht ernst gemeint. Würde von die Welt macht und so. Na egal, machen wir einfach weiter. Den Schwachsinn sollte sich jetzt eh keiner zu Gemüte führen. Manager, Managerin, Werbefuzzi, Werbefuzzi, Student, Student, Psychologe, Anwalt und nein, meine Sound hängt nicht hinterher. Das war gerade nur, dass ich vorgelesen habe, bevor ich geklickt habe. Ah, davor habe ich auch immer Panik. Ich nehme mit dem gleichen Programm, also es nimmt meinen Sound mit auf automatisch. Und das ist immer so die Panik, dass die Sachen zu klein, also dass die Tonspur nicht lang genug ist. Jedes Mal. Ich gucke immer nach, ob das übereinstimmt. Ich muss sagen, ich cutte die natürlich. Ich versuche jetzt mal bei dem Let's Play 20 Minuten zu nehmen, weil das war mein Let's Play. Let's Beta, Let's Play, Let's Show, Let's Test. Ich glaube, es wird ein Let's Test. Das klingt echt am besten. Aber da mache ich mir selber noch meine Gedanken drüber. Das nimmt halt beides auf einmal auf und das habe ich ja schon gesagt. Cutte ich dann halt jeweils bei 20 Minuten, weil ich persönlich finde 20 Minuten besser. Aber gute Let's Plays gucke ich mal in der Stunde an. So viel gewisse Starborn-Sachen, obwohl die Stunde dann schon geil ist, muss man sagen. Aber ich feiere auch so. Also wenn ihr nochmal ein paar andere Sachen wollt, sehen wollt, andere Let's Player,
dann mich aber bitte bedenken und nicht vergessen. Weiß nicht, kann ich euch irgendwas empfehlen wie Gronkh.de, das Netzwerk. Pizmeets sind auch relativ gut, habe ich mir ja eher sagen lassen. Mich persönlich, weiß ich nicht, die 6 Leute. Keine Ahnung, bin ich jetzt nicht so mit eingestiegen. Deshalb bin ich über Gronkh eingestiegen. Daher ist natürlich was anderes. Dafür, ich habe gehört, ich gute Sachen oder Commander Kong. Commander Kong. Commander. Moment. Komm. Commander Krieger, so. Gott. Da habe ich jetzt eher aus den Medien gehört, also auch echt nicht schlecht sein. Das gibt es natürlich noch ein paar kleine, also gibt es ja noch so, die frei agieren. Ich kenne jetzt vor allem aus GTA 5 Online, so Currywurst, Pandoria, doch, ich glaube so. Dann Alchemisten natürlich, aber die gehören irgendwie für mich so halb zum Gronkh-Netzwerk. Ach, wie gut, dass ich jetzt über andere Let's Player rede, aber gut, bin ich ja locker drin. Eigentlich. Ist ja irgendwie ein Hobby. Ach, genauso wie das, sich durch diese Andeutung, ja, es gibt Streit zwischen Gronkh.de und Pizmeet, fand ich auch interessant. Obwohl, naja, das ist ja immer so, weiß ich nicht, so persönlich vom Musikgeschmack her, weiß ich nicht, Toten Hosen gegen Ärzte gab es damals in den 90ern, war in den 80ern noch? Oder davor noch, weiß ich nicht, falls jemand sagt, die Purple gegen Led Zeppelin. Was habe ich denn sonst noch so mitbekommen? Alles Mögliche bei Bands. Ja, das, da habe ich nur am Rande mitbekommen, Sarah Connor gegen, ach, wie ist die andere? Gegen diese eine Sängerin, die eher rockiger war. Boah, ist das so lange her. Aber Leute, ich glaube, wir haben hier bald alles ausgebaut. Kommt jetzt überhaupt hier noch Content rein? Also wenn natürlich kein Content kommt, werden wir durch. Aber ich weiß nicht, ob Level 11 hier schon alles ist. 153, alter Schwede. Ich würde sagen, ich mache jetzt wirklich hier kurz einen Cut. Spiel noch bis Level 12, dann kann ich meine Kopfhörer auch mal abnehmen. Kann vielleicht gerade mal noch kurz kleine Unterbrechung einlegen. Und dann mache ich weiter. Also ich nehme natürlich jetzt eh weiter durch auf und cutte das dann einfach. Weil dann ist nicht so lang und so. Ich hoffe, ich denke dran, aber ich hoffe. Warte, ich schreibe mir das auf. Da. Pause. Wegen. LVL. Aufstieg. Gegen Ende? Fragezeichen. Gut, dann mache ich jetzt einen Cut. Ach, lass jetzt einfach auf laut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn das dann weitergeht, dann bis gleich. So, herzlich willkommen zurück. Ja, also jetzt Level 12, aber neue Content kommt jetzt nicht. Ist leider noch nicht so weit implementiert. Ich werde das auf jeden Fall mal überlegt, die letzten Sachen hier vorlesen. Zufriedenheit, frustriert hatten wir, Krankenakte hatten wir, glaube ich. Ne, hatten wir noch nicht. Das mache ich eben und dann würde ich sagen, ist das Spiel soweit auch fertig. Auf jeden Fall Krankenakte, vergangene und aktuelle Krankheiten, Behandlung, Operation, Untersuchungsbefunde und deren Zeitpunkte. Krankenakte aus Arztpraxen und Kliniken bieten wertvolle Anhaltspunkte für künftige Prognosen. Solche Infos lassen sich die Gesundheitsindustrie viel kosten. Chronische Erkrankung. Asthma, Migräne, Allergien, Neurodermitis oder chronische Bandscheibenprobleme, Suchtkrankheit, Depression, Hepatitis oder gar Multisklerose oder Krebs. Krankenversicherungen interessieren sich brennend dafür und auch so mancher Arbeitgeber sagt Nein zu diesen Infos. Solarienbesucher hatte ich noch nicht. Ich nur, als es frei wurde. Jede Woche 20 Minuten künstliche Sonne mit der stärksten Strahlenkanone der Filialie. Wenn das der Hautarzt wüsste.
Auf Dauer tut das wohl nicht so gut. Irgendwann muss es vielleicht irgendwelche Muttermale selbstständig machen sich irgendwelche Muttermale selbstständig und wachsen sich so zu so ganz und gar nicht geilen Melanomen aus. Das werden die Betroffenen schon noch merken. Es gibt auch, aber auch noch andere, die sich für die legeren Umgang mit, ach, legeren, oh Gott, legeren Umgang mit der UV-Strahlung interessieren. Denn für die Gesundheitsindustrie besteht die Welt hauptsächlich aus Risikofaktoren. So, die letzten zwei IQ. Ob der IQ wirklich dazu geeignet ist, die Intelligenz zu messen, darüber streiten die Psychologen seit Jahrhunderten. Nichtsdestotrotz stehen die Leute unglaublich auf IQ-Tests und kein Arbeitgeber würde wohl ein derartiges Testergebnis ablehnen, einfach so als Hintergrundinformation. Chronische Krankheiten. Achso, hatten wir ja schon. Ja. Oder? Nee, Moment. Nee, das war Krankenakte. Asthma, Migräne, Allergien, Neurodermitis oder chronische Bandscheibenprobleme, Suchtkrankheiten, Depressionen, Hepatitis oder Multiple Sklerose oder Krebs. Krankenversicherungen interessieren sich brennend dafür und auch so manche Arbeitgeber sagen halt zu diesen Infos. Nee, Moment, das hatten wir gar nicht. Vergangene und aktuelle Krankheiten, Behandlungen und Operationen, Untersuchungsbefunde und deren Zeitpunkt, Krankenakten aus Arztpraxen und Kliniken bieten wertvolle Anhaltspunkte für zukünftige Prognosen. Solche Infos lässt sich die Gesundheitsindustrie viel kosten. Das war's. Ich verrutscht. Ja, dann sage ich auf jeden Fall schon mal Tschüss, denke ich mal, für heute auf jeden Fall und für dieses Let's Show Demo Data Dialer Folgen Dingens Playlist und so. Naja, auf jeden Fall sage ich Tschüss und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und wir hören uns beim anderen Let's Play. Ihr könnt gerne auch mal nochmal zu die Gilde reinschauen und ich denke, bald werde ich auch neue Let's Plays bringen, weil ewig die gleichen ist auch irgendwann langweilig, obwohl die Gilde ist lange noch nicht abgeschlossen. Ja, Data Dialer werde ich definitiv im Auge behalten. Bei der Open Beta werde ich auf jeden Fall dann auch mal das letzte erste Let's Play anfangen. So, nicht das letzte erste Play, sondern das erste Let's Play von, also, naja, von der Vollversion oder der zukünftigen Vollversion. Dementsprechend sage ich Tschüss und wir hören uns dann später mal wieder. Euer Nemo.